Ja, guten Tag, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, Freunde aus nah und fern. Ich wollte gerade mal ein Licht hier anzünden und Sie begrüßen mit dem philosophischen Spruch, es ist besser, ein Licht anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Und damit begrüße ich Sie zum Jahreswechsel 2021-22 hier am Messeplatz Wächtersbach sehr, sehr herzlich. Hinter mir sehen Sie ein neu eingerichtetes Testzentrum zur Bewältigung der Corona-Krise. In der Altstadt haben wir ebenso ein Testzentrum und neben mir in der Heinrich-Heldmann-Halle wurde ein Impfzentrum des Main-Kinzig-Kreises eingerichtet, damit wir die aktuelle Phase der Corona-Krise im zweiten Jahr jetzt hier in 2021 bewältigen können. Corona, wir sind in der sogenannten Delta-Variante, die Omikron-Variante steht bevor. Was noch kommt, das wissen wir alle nicht. Ich hoffe, dass wir alles gemeinsam schaffen durch das, was jetzt von Fachleuten empfohlen wird und auch was von der neuen Bundesregierung jetzt beschlossen wird, uns allen hilft, diese Lage in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu meistern. Aber zum Glück haben wir auch andere positive Dinge in Wächtersbach entwickelt. Hinter mir zum Beispiel sehen Sie den geglückten Abriss des alten Rathauses und jetzt den Neuaufbau eines Getränkezenters des Globus Warenhauses. Lassen Sie uns einen kleinen Blick werfen auf die Stadtentwicklung, Innenstadt und alle Stadtteile. Sie sehen hinter mir das alte Amtsgericht, das jetzt gerade in einer ganz massiven Umbauphase ist, ein neues Dach bekommen hat. Hier wollen wir eine neue Kita für unter Dreijährige einrichten und im Obergeschoss eine Seniorentagespflege, die geleitet wird von unserer Sozialstation, die mittlerweile annähernd 300 pflegebedürftige Menschen betreut und ein Projekt, auf das wir uns zum Jahresende 2022 freuen dürfen. In Waldensberg soll nun endlich 2022 und zwar gleich zum Jahresanfang begonnen werden mit den Baumaßnahmen zur neuen Seniorendependance des Main-Kinzig-Kreises. Es gab einige Verzögerungen, aber nun geht es endlich los. Freuen wir uns darauf. Ebenso dürfen wir zufrieden feststellen, dass die neue Kita Schatzinsel in Wittgenborn eingeweiht wurde. Nach kurzer Bauzeit von 1,5 Jahren und vor allem auch im Rahmen der Kosten von 3,3 Millionen wurde eine mustergültige Kita aufgebaut für 4 Kindergruppen und eine Hortbetreuung. Auch das ein wichtiger sozialer Meilenstein für unsere Stadt. Nun suchen wir einen entsprechenden Standort für die neue Kita in Aufenau und damit sollten wir im Wesentlichen mal unsere ganze Kinderbetreuung wieder auf einen zukunftsfähigen Standard gebracht haben, mit allen Facetten, die jeweils vor Ort uns ja auch angetrieben haben. Ja, wenn wir über Kitas reden, dann reden wir natürlich auch über Wohnen und Familienpläne, Baupläne, sprich Wohngebiete. Und die Wohngebiete in Wächtersbach sind leider begrenzt. Deswegen versuchen wir, Bauland zu gewinnen. Wir haben jetzt 9 Bauplätze in Leisenwald errichten können. 7 sind verkauft, einer ist optiert, einer ist wieder frei geworden. Wir werden in Waldensberg in Zusammenarbeit mit der Kreisbauaufsicht versuchen, neue Wohn- oder beziehungsweise Baumöglichkeiten zu erschließen. In der Innenstadt wollen wir mit dem Regierungspräsidium Darmstadt den Dietrichsberg im Rahmen der Möglichkeiten erschließen. Und die Stadt Wächtersbach hat den Beschluss gefasst, ein kleines Areal im Bereich Aufenau-Goethestraße zu erwerben, um auch dort in der Größenordnung 10 bis 12 Bauplätze zu errichten. Ebenso möchten wir auf dem Brauereigelände neben dem Schloss eine Wohnmöglichkeit anbieten. Wir arbeiten mit Hochdruck mit der Kommunalpolitik und dem Stadtplanungsbüro daran, das umzusetzen. Diese Wohnform ist Bedingung für unser Förderprogramm Stadtumbau. Das Ganze soll natürlich auch flankiert werden von dem Projekt Ärztehaus Wächtersbach. Wir haben die einmalige Möglichkeit, jetzt dauerhaft hier die ärztliche Versorgung in Wächtersbach sicherzustellen an diesem Standort. Auch das wollen wir umsetzen mit einem neuen Ärztehaus am Standort Schlosspark Wächtersbach. Ja, liebe Jugend, Junggebliebene, Aktive und auch Kinder, wir haben euch auch im Blick. Wir wollen im Jahr 2022 das Projekt Pumptrack angehen, Flowtrail und wenn es gelingt, auch in Zusammenarbeit mit dem Main-Kinzig-Kreis im Bereich der Sportanlage zwischen Turnhalle
und Sportplatz, ein Sportpark für Jung und Alt im besten Sinne für alle Generationen, dieses Projekt in Angriff nehmen. Das wird nicht auf einmal gehen, Schritt für Schritt, aber wir wollen den ersten Schritt auch im Jahr 2022 angehen. Ich hoffe, es gelingt uns. Ja, mit diesem Ausblick auf das neue Jahr 2022 verbinde ich auch die Hoffnung darauf, dass wir die Messe Rechtersbach, die Messe im Main-Kinzig-Kreis, vom 21. bis zum 29. Mai durchführen können, dass wir viele Gäste begrüßen dürfen, auch ganz besonders unsere lieben Freunde aus Châtillon, aus Bonnard, aus Banner, aus Troitzk, aus unserer russischen Partnerstadt und natürlich Sie alle hier im Main-Kinzig-Kreis aus nah und fern, aber auch verbunden mit der Hoffnung, dass wir unser Schloss-Einweihungsfest am 1. Juli, Wochenende 2022, endlich feiern können. All dies verbunden mit der Hoffnung, dass wir die Krise jetzt gut bewältigen, dass Sie alle gesund bleiben und vor allen Dingen, dass wir jetzt für vielleicht bevorstehende schwierige Entscheidungen von Bund, von Land oder auch hier regional, dass Sie alle diese Entscheidung mittragen. Man kann natürlich immer anderer Meinung sein, aber zum Wesen einer Demokratie, einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung gehört es eben auch, dass man die Meinung des anderen respektiert, aber nicht in irgendeiner Art und Weise, die unangemessen in Hate Speech, also in Hasssprache und Hetze von anderen übergriffen, wollen wir gar nicht hier reden, dass wir das dann am Ende auch akzeptieren. Das wäre mein Wunsch. In diesem Sinne halten wir alle zusammen, verbringen wir eine friedvolle Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Freunde, Ihrer Familie, so wie Sie sich das wünschen. In diesem Sinne einen guten Jahreswechsel 21/22. Bleiben Sie gesund, in Freundschaft. Alles Gute für Sie.